Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir machen hier weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben das letzte Mal hier hinten das Schiff haben wir ja geplündert. Und wir müssen jetzt. Ach, hier geht's bestimmt weiter. Hui. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir das letzte Mal auch übersehen? Oh, nein. Falsche Richtung, wir müssen doch. Oder? Doch, komplett falsche Richtung. Hm, oh mein Gott, hier sind wir komplett falsch gelaufen, oder? Jetzt muss ich wirklich überlegen, von wo sind wir denn gekommen? Genau, wir müssen hier weiter. Nee, hä? Jetzt bin ich komplett überfordert. Wo müssen wir denn gerade lang? Warte mal, wir sind da drüber, dort auf das Schiff. Genau, und da sind wir dann da hoch. Und hier sind wir runtergekommen. Wir müssen doch. Müssen wir hier lang? Ich bin wirklich gerade komplett verwirrt. Nee, doch, wir müssen tatsächlich hier lang. Ich hoffe, wir gehen jetzt auch wirklich den richtigen Weg. Ja, das müsste der richtige Weg sein. Ja. Können wir denn Inventar? Wir können auch irgendwas machen. Ausrüstung. Oh, wir können was herstellen. Sehr schön. Mit der großen robuster Lederkescher, der die Tragkapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Für Pistolenmunition. Für Gewehrmunitionsbeute. Okay, also brauchen wir erst den, dann den. Den für den, den für den und den für den. Ach, hier fehlt uns ja noch so oft Leder, ey. Ja, dann machen wir als erstes das, komm. Dann machen wir als erstes das. Jetzt können wir nämlich ein paar mehr Pfeile mitnehmen, das auch nicht. Da können wir wieder hoch, aber da müssen wir ja jetzt gar nicht hoch, das wäre ja sinnlos. Hier geht's hier, so, okay. Ne, okay. Das haut so weit hin, das haut so weit hin. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Der erste Tag in Sibirien und es passiert.
2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Sehr spannend. Da ist er doch. Ich höre doch die ganze Zeit hier irgendwelche Wölfe heulen, oder? Mit Objekten ablenken. Ablenkungsobjekte können eine Reihe von Feinden anlocken. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Spinne darin. Wie siehst du aus? Was hast du? Weil eine Reihe von Feinden, die 2 Stücken. Die 2 Pfeifen, da lassen wir uns doch nicht aufhalten. Da haben wir noch was übersehen. Sehr schön. Wir sind der Blindermaster 8000. Da kommen noch mehr von ihm. Egal, die knallen wir einfach alle fort. Hey, stopp doch! Scheiße! Du siehst gar nichts mehr. Na, weich schon raus. Oh, du hast meinen Arsch offen, Alter. Du leidest du etwas? Was fällt dir ein, auf mich zu schießen? Kampfinstinkt, der Überlegensinstinkt zeigt Feinde mit Sichtkontakt. Rot an und Feinde ohne Sichtkontakt gelb. Ja, boah, aber ist jetzt noch ganz easy, oder? Waren das bloß so wenig? Hier ist noch einer. Ist es halt gerade etwas bisschen doof, gell? Weil wir jetzt wirklich gerade bloß Pfeil im Bogen haben. Was ist halt. Ach, hier drinnen liegt er. Haben wir den Feuer hier reingeschossen oder wie?
Ich hab da gewusst, dass noch irgendwo einer gefedert zu ist. Was leuchtet denn da oben? Ach, das sind Big Big Nester. Okay. Das könnte es gewesen sein. Dankeschön. Da sind wir gewesen. Alarm! Alarm! Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Das ist wohl möglich. Was? Kannst du nicht übersetzen, sehr schön. Machst du es jetzt für den Anfang oder wie? Dankeschön. Halbautomatische Pistole, 2 von 4 gefunden. Oh nee, warum bist du denn dann dran gesprungen? Oh, du bist eine Nuss. Oh. Ah, auch so, das war gar nicht geplant. Aber es war richtig gewesen. Ja, hier haben sie extra 3 hingestellt für Leute so wie mich, gell, die halt gerne mal daneben feuern. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschließ ihn! Oh! Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns alles.
Wo ist der Rest deiner Leute? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks. Eindringling! Unter Beschuss! Nur du und ich! Nein, Hup, du lebst nicht. Falsch, nur ich. Nur ich. Hat's mal ein bisschen gedauert, aber wir haben's geschafft. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual. Weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Können wir den jetzt da sitzen lassen oder müssen wir den nicht befreien? Ja, ich denke mal, der rennt uns nicht weg, oder? Der wird schon. Agios Atheus. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er ist gut. Armer Onkel. Armer Onkel. Piu, piu. So, wir haben alles. Wir haben alle sehr schöne Kacke. Und raus hier. Na? Achso. Ach, wir benötigen ihn Dietrich. Okay. Hast du einen Dietrich, Commander? Kumpel? Hat er nicht. Dann müssen wir hier hoch. Boah! Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, wäschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Leck haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Oh Gott, bitte! Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir's. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Lol, wie soll ich denn die Blatt kriegen? Alter, das ist... Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. 5 Stück. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Genau, jetzt geht der da hin und ah, jetzt steht er hier oben wieder da.
diesem scheiß Treibstoff. Es gibt noch Probleme mit dem Treibstoffsystem. Schlagt noch keinen Alarm. Wir arbeiten dran. Halt, nicht mit roher Gewalt. Mit Gefühl. Das Scheißding ist durchgerostet. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Wir machen die auf jeden Fall alle platt. Wir machen die auf jeden Fall alle platt. Sehr schön. Ich glaube, wir sind ja ein richtiger Krieger. So, das ist scheißegal, du bist auch einer von denen. Da war das zwar etwas gequält, aber... Oh, ich habe nicht losgelassen. Die konnte einfach nicht mehr halten. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das stimmt, wenn ich zu lange halte. Die schießt dann automatisch. Okay. Gib mir meinen Pfeil wieder, der steckt doch hier. Die schießt wirklich dann automatisch, okay. Keinen Munitionsplatz-Dings mehr. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Irgendwie. Vielleicht damit? Was ist das denn? Oh, es lebt doch noch. Du bist tot. Nicht ganz. Er hat ja noch gelebt. Scheiße. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Okay, das andere könntest du bei uns aber nicht lesen. Oder vorhin, was heißt vorhin? Letzte Folge. Letzte Folge hatten wir da auch sowas gehabt. Das war da genau das Gleiche, oder? Ach so, ich dachte, wir kriegen hier irgendwo einen Dietrich oder so, dass wir irgendwo zurückkommen durch die eine Tür, aber... Anscheinend ist das nicht so. Dankeschön. So, geht's hier weiter? Oh, hier gibt's noch was? Ja. Nochmal Dankeschön. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank.
Diesmal gibt's gar nichts da. Ach, ich gucke hier die ganze Zeit und sehe gerade, dass es hier drüben gar kein gar keine Lupe gibt. Ich dachte, man hat ja immer eine Lupe da, oder? Also, dass man da irgendwas finden kann, noch eine Erklärung oder so. Aber war ja nun leider nicht der Fall. Ich kann mich jetzt auch gar nicht so irgendwie schon mal so irgendwas zum Heilen herstellen, ne, oder? Dass man sich schon vorher was herstellt. Das ich kann nicht. So nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Okay. Ich dachte gerade schon. Was fehlt ausgenommen dieser Wege? Benötigen Sie den Dietrich? Oh, ey. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Missionsbelohnung Dietrich. Ja, klar. Dann also. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Anzeige für optionale Missionen. Was? Sind ja plus 5. Sehr schön, der hat so umgeschossen, ich darf ihn looten. Ich muss sowieso erstmal da gucken. Gibt's hier noch irgendwo was in der Nähe, bevor wir. Na, nö. Hier drin irgendwas? Ja, Munition, aber ist eh voll. Maria, was drücken Sie? Hier war da vorher schon irgendwas, drücken Sie? Hä? Was denn? Ach, jetzt funktioniert's auf einmal, okay. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay. 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 Das haben wir erkundschaftet. Hier können wir da noch hoch. Mal gucken, ob es da noch irgendwo was zu plündern gibt, weil wir müssen, wie gesagt, ja immer alles mitnehmen, was wir finden. Würdest du bitte hier hochgehen? Vielen Danke. 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 Aber wenn man den Dietrich dann gegen, dann kommen wir auch dann zurück zu der einen. Zu der einen Dingensbummens da. Zu der Tür da, wo wir nicht reingekommen sind. Nein, wo bist denn du hin? Ach, du bist so eine Nuss manchmal. Na, gehst du mal. Bist denn du so dumm, hier so eine Treppe hochzugehen? Also manchmal fragt man sich wirklich. Und
Und ich würde auch meinen, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir haben ja jetzt hier, wie viel? 5 Stück waren es? Ja, hier leuchtet es überall, das ist Wahnsinn. Also da haben wir in der nächsten Folge sehr, sehr viel zu tun. Ja, dann danke euch wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.